Kommen nun zu Tagesordnungspunkt 5, erste Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein zweites Gesetz zur Änderung hessischer Vollzugsgesetze mit der Drucksache 20-2967. Und als erstes darf ich die Staatsministerin Kühne-Hörmann zur Einbringung bitten. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Rechtsprechung, Rechtspflege und die Durchsetzung des Rechts stellen Kernaufgaben des Staates dar. Die Bürgerinnen und Bürger erwarten, dass der Staat diese Aufgaben in jeder Situation und unter allen Umständen erfüllt. Dass der Justizvollzug unter dieser Landesregierung in Hessen funktioniert und weit mehr als nur das, beweist er täglich. Finanzielle und personelle Ausstattung in den letzten Jahren hat den Justizvollzug in Hessen gestärkt und verbessert. Und im Rahmen der noch nicht beendeten Corona-Pandemie will ich darauf hinweisen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Justizvollzuges Überobligatorisches geleistet haben, um Infektionen von den Gefangenen fernzuhalten. Und aufgrund der bereits bestehenden Regelungen wurde im Justizvollzug überaus flexibel reagiert und neue Wege beschritten, insbesondere um den Gefangenen über moderne Kommunikationswege Ersatz für entgangenen Besuch zu ermöglichen. Und deshalb für dieses Maß an Einsatzbereitschaft sind wir den Bediensteten des Justizvollzuges zu großem Dank verpflichtet, und das möchte ich in diesem Parlament mal sagen. Basis für einen funktionierenden Justizvollzug sind die entsprechenden Justizvollzugsgesetze. Im Rahmen seiner Gesetzgebungskompetenz hat das Land Hessen seit 2010 die hierfür notwendigen Gesetze geschaffen. Der Vollzug von Strafhaft, Jugendhaft, Jugendarrest, Untersuchungshaft und Sicherungsverwahrung wurde umfassend geregelt. Ohne diese Gesetze und die hierin enthaltenen notwendigen Bestimmungen wäre ein Justizvollzug überhaupt nicht denkbar. Die hessischen Justizvollzugsgesetze, zunächst in ihrer Wirksamkeit befristet, haben sich eindeutig bewährt. Dies hat ihre Evaluierung unter Beteiligung der Praxis ergeben, dies auch, weil sie von Anfang die Belange der Sicherheit mit den Belangen der vollzuglichen Behandlung von Gefangenen in Einklang gebracht haben. Und deshalb steht jetzt eine Entfristung vor, und es liegt Ihnen in erster Lesung der Entwurf eines zweiten Gesetzes zur Änderung der hessischen Vollzugsgesetze vor. Je nach Art von Haft, die Sie regeln, dienen die hessischen Justizvollzugsgesetze teilweise unterschiedlichen Zwecken. Allen hessischen Justizgesetzen sind jedoch zwei Dinge gemein. Während des Vollzuges von Haft sind die Betroffenen sicher unterzubringen und zu beaufsichtigen, zum Schutze der Gesellschaft, aber auch zu ihrem eigenen Schutz. Und der Vollzug von Haft ist inhaltlich sinnvoll zu gestalten, und dies im Interesse der Gesellschaft, aber auch der Betroffenen. Es geht um die vollzugliche Behandlung der Gefangenen unter der Berücksichtigung der Sicherheitsbelange. Deswegen beschränkt sich das zweite Gesetz zur Änderung hessischer Vollzugsgesetze nicht nur auf deren Entfristung. Im Rahmen der Evaluierung der Gesetze und der Formulierung des Regierungsentwurfs wurden unter Beteiligung von Praxis und Zivilgesellschaft Themenfelder identifiziert, die auch eine inhaltliche Novellierung angezeigt erschienen ließen. Im Bereich der Vollzugsbehandlung sind insbesondere folgende Änderungen, die ich in einzelnen Punkten aufführen will, in dem Gesetzentwurf verankert. Die Erweiterung der Mitwirkungspflicht beim Schutz von Gesundheit und Hygiene, gerade angesichts der Corona-Pandemie, von besonderer Bedeutung. Die Berücksichtigung, die besondere, der Pflege familiärer Beziehungen. Die Stärkung der Außenkontakte durch Ausweitung der Mindestbesuchszeiten auf mindestens 2 Stunden monatlich im Bereich der Straf- und Untersuchungshaft für Erwachsene sowie die Öffnung für neuartige Methoden der Telekommunikation, wie z.B. Videotelefonie, auch dies angesichts der Corona-Pandemie von besonderer Bedeutung.
und nicht zuletzt die Umsetzung der Vorgaben der UN-Kinderrechtskonvention sowie neuer bundesgesetzlicher Vorgaben bei der Unterbringung von Jugendlichen und Heranwachsenden. Im Bereich der Sicherheit sind besonders zu erwähnen die Beschränkung von vollzugsöffnenden Maßnahmen und eine verbesserte Kontrolle von Außenkontakten bei Gefangenen, zu denen Informationen über extremistische Bestrebungen oder über Verbindungen zur organisierten Kriminalität eine Rolle spielen. Die Verbesserung der Erhebung und des Austauschs sicherheitsrelevanter Informationen bei Personen, die einer Freiheitsentziehung unterliegen, und die Schaffung der gesetzlichen Voraussetzungen für den Einsatz sogenannter Bodycams im Rahmen eines Pilotprojektes. Hierauf hat sich die Koalition bereits im Koalitionsvertrag verständigt, um die Sicherheit der Bediensteten zu verbessern. Durch den vorliegenden Gesetzentwurf wird mit der Entfristung der Vollzugsgesetze die rechtliche Basis des Justizvollzuges in Hessen dauerhaft gesichert. Ich bin gespannt auf das, was wir im Ausschuss noch diskutieren und in den Anhörungen entsprechend diskutieren werden. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Staatsministerin Kühne-Hörmann. Als Erstes hat sich der Abg. Serke für die CDU-Fraktion zu Wort gemeldet. Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen! Wir diskutieren heute in erster Lesung den Gesetzentwurf der Landesregierung zur Änderung der hessischen Vollzugsgesetze. Neben der Entfristung der Gesetze ist es das Ziel, die Vollzugsgesetze an aktuelle Entwicklungen und neue Möglichkeiten anzupassen, damit Hessen auch weiterhin seinen Anspruch nach einem modernen, leistungsfähigen und konsequenten Justizvollzug erfüllt. Bei der letzten Novellierung im Jahr 2015 stand die Aufnahme des Vollzugsziels Resozialisierung in das Strafvollzugsgesetz im Fokus. Die damaligen Gesetzesänderungen fanden bei allen Experten breite Zustimmung. Und genau dort setzen die inhaltlichen Änderungen in diesem Artikelgesetz an. Sie verbinden in stetiger Abwägung die beiden Aufgaben des Vollzugs, den Eingliederungsauftrag, das heißt, die Gefangenen zur Führung eines Lebens ohne Straftaten zu befähigen, und den Sicherheitsauftrag, das heißt, die Gefangenen sicher unterzubringen und zu beaufsichtigen. Letztendlich trägt der Gesetzentwurf somit konsequent zum Schutz der Allgemeinheit vor weiteren Straftaten bei. Meine Damen und Herren, auf einige inhaltliche Punkte will ich kurz eingehen. Im Rahmen der Mitwirkung ist die Einführung von verbindlichen Deutschkursen für Gefangene, die über keine oder nicht ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache verfügen, ein wichtiges neues Element im Gesetzentwurf, sowie der Grundsatz Fordern und Fördern in den Vollzugsgesetzen verankert. Es ist offensichtlich, dass die sprachliche Verständigung mit dem Personal der Justizvollzugsanstalten ebenso wie mit den Mitgefangenen ein wesentlicher Aspekt zur Erleichterung des Alltages ist. Insbesondere auch zur Teilnahme an vollzuglichen Maßnahmen ist das ausreichende Beherrschen der deutschen Sprache die entscheidende Voraussetzung. Zudem wird ein Straftäter auch nach Verbüßung seiner Haftstrafe von seinen verbesserten sprachlichen Kenntnissen profitieren. Im Hinblick auf die Resozialisierung ist ein weiterer Punkt die Teilhabe an der gesetzlichen Sozialversicherung. Deshalb ist im Gesetzentwurf vorgesehen, dass die Insassen der Justizvollzugsanstalten regelmäßig zum komplexen Sozialversicherungsrecht beraten werden. Damit sollen sie in die Lage versetzt werden, die für sie passenden Leistungen zu bewerten und gegebenenfalls in Anspruch zu nehmen, um nach der Haftentlassung abgesichert zu sein. Im vorliegenden Entwurf ist auch die Ausweitung der Mindestbesuchsdauer von 1 auf 2 Stunden im Monat vorgesehen. Das ist ein weiterer wesentlicher Punkt, denn die Besuche zwischen Inhaftierten und Familien, Freunden und Bekannten tragen zur Stärkung der sozialen Bindungen bei und wirken negativen Folgen des Freiheitsentzugs entgegen. Besuche von Kindern der Gefangenen sollen besonders gefördert werden, um inhaftierte Elternteile nach der Haftentlassung wieder positiv in das Familiengefüge zu integrieren. Dies ist ein wichtiger Punkt,
Denn es liegt auf der Hand, dass ein stabiles soziales Umfeld nach der Haft die Wiedereingliederung in ein normales, straffreies Leben entscheidend begünstigt. Meine Damen und Herren, dem technischen Fortschritt tragen wir Rechnung, indem die Möglichkeiten der Kontaktaufnahme für Gefangene um die Videotelefonie erweitert wird. Viele von uns haben dies in den letzten Monaten schätzen gelernt, und im Sinne eines modernen Strafvollzugs macht es Sinn, dass Gefangene diese Telekommunikationsmittel nutzen dürfen. Es bleibt natürlich so, dass die JVA die Kontrolle über die Außenkontakte eines Inhaftierten behält und die Personen, mit denen ein Gefangener in Kontakt steht, entsprechend identifizieren und überprüfen kann. Und auch dafür werden in den neuen Gesetzen verbesserte Voraussetzungen geschaffen. So wird die Zuverlässigkeitsüberprüfung von Kontakten von 5 Jahren auf 1 Jahr verkürzt. Die bisherigen 5 Jahre haben sich als ein zu langer Zeitraum erwiesen, um beispielsweise den Prozess der Radikalisierung einer Person frühzeitig erkennen zu können. Zudem wird es mit dem neuen Gesetz möglich sein, sicherheitsrelevante Erkenntnisse über Gefangene abzufragen und auszutauschen. Dies betrifft den Informationsaustausch zwischen einzelnen Sicherheitsbehörden innerhalb und außerhalb Hessens und auch zwischen den Justizvollzugsanstalten untereinander. Diese Maßnahmen dienen dem Ziel, eine Beeinflussung oder einen Austausch eines Inhaftierten mit extremistischen, gewalttätigen Organisationen oder zu Personen der organisierten Kriminalität frühzeitig zu erkennen und zukünftig zu unterbinden. Meine Damen und Herren, unser Koalitionsvertrag von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN sieht vor, den Einsatz von Bodycams im Strafvollzug zu prüfen und in einem Modellprojekt zu erproben. Dies hat schon im Vorfeld das Gesetzgebungsverfahren zu einer Diskussion geführt. Allerdings bleibt festzuhalten, dass sich Bodycams im Praxiseinsatz bei der Polizei hervorragend bewährt haben. Und nach unserer Ansicht sollte auch den Bediensteten im Justizvollzug diese Technik zur Verfügung stehen. Selbstverständlich gibt es Unterschiede zwischen einem Einsatz der Bodycam im Polizeidienst und einem in einer Justizvollzugsanstalt. In einer JVA müssen die Persönlichkeitsrechte und schutzwürdigen Belange der Gefangenen ebenso berücksichtigt werden wie die Sicherheit und der Schutz der Bediensteten. Doch in bestimmten Situationen, wie etwa bei Gefangenentransporten oder in offenen Bereichen einer JVA, kann der Einsatz dazu beitragen, Konfliktsituationen zu entschärfen oder gar zu verhindern. Ich erinnere auch daran, dass der DBB Hessen im Februar 2020 eine Studie zur Gewalt gegen Beschäftigte im öffentlichen Dienst des Landes Hessen vorgestellt hat. In dieser Studie wurde für den Justizvollzug unter anderem gefordert, eine Erhöhung der Sicherheit durch eine verbesserte Ausrüstung zu erreichen. Daher meine eindringliche Bitte, lassen Sie uns dieses Pilotprojekt in einer einzelnen JVA gemeinsam durchführen und begleiten. Wenn der Pilot abgeschlossen ist, werden wir ihn auswerten, darüber diskutieren und dann über den grundsätzlichen Einsatz von Bodycams entscheiden. Meine Damen und Herren, mit der vorliegenden Novellierung der hessischen Vollzugsgesetze wird auch in den kommenden Jahren ein konsequenter, moderner und leistungsfähiger Justizvollzug garantiert. Wie leistungsfähig der Justizvollzug in Hessen tatsächlich ist, hat sich aktuell im Rahmen der Corona-Krise erwiesen. Diese besondere Herausforderung haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Vollzug vorbildlich gemeistert. Deshalb möchte ich an dieser Stelle allen Beteiligten ein herzliches Wort des Dankes und der Anerkennung für die hervorragende Arbeit aussprechen. Werte Kolleginnen und Kollegen, wir werden im Rechtspolitischen Ausschuss gemeinsam mit dem Unterausschuss Justizvollzug Gelegenheit haben, ausführlich über sämtliche Änderungen des Gesetzentwurfs zu diskutieren. Ich freue mich auf diesen Austausch, in dessen Anschluss wir den Feinschliff vornehmen und dann ein gutes Gesetzespaket verabschiedet werden. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Abg. Serke. Für die Freien Demokraten hat jetzt die Abg. Schatzauer das Wort. Werte Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, das Gesetz zur Änderung der hessischen Vollzugsgesetze sind ja Bündel,
haben gute Ansätze, aber wie das so ist, sie haben auch Aspekte, die aus Sicht der Opposition, aber auch inhaltlich der Freien Demokraten Anlass für Bedenken geben, die ich jetzt bewusst in der Systematik eines Gesetzentwurfs artikulieren möchte, in der Hoffnung, dass man da vielleicht auch Lösungswege in der Anhörung findet. Was erscheint uns Freien Demokraten bedenklich? Da ist zunächst, der Kollege hat es angesprochen, ich nehme mal den ersten Punkt, die sogenannten Bodycams. Diese Bodycams mögen im öffentlichen Raum und auch eine starke Forderung des Beamtenbundes bei der Benutzung durch Polizeibeamtinnen und Beamte, gerade auch durch uns, sehr stark unterstützt, wirkungsvoll sein und der Deeskalation in kritischen Situationen beitragen. Das ist zutreffend. Im Bereich des Justizvollzugs haben wir aber ganz andere Bedingungen. Es ist kein öffentlicher Raum. Die Bodycams kommen in eine ganz andere Situation an den JVA-Beamten. Und vor allen Dingen, dort ist in einer nicht öffentlichen Situation die Privatsphäre der Gefangenen betroffen. Und, werte Kollegen, es hat ja einen Hintergrund, dass man seinerzeit nicht gesagt hat, in einem, wir setzen es überall ein. Wir sind zwar neugierig auf die Anhörung, es gibt ja auch Einlassungen, auch aus Sicht im Übrigen der Vertreter der Mitarbeiter dort, die auch diese Bedenken formulieren. Aber das ist ein sehr elementarer Grundrechtseingriff, wo bisher bei uns die Skepsis überwiegt. Weiteres gilt für den sogenannten Waffengebrauch gegen Dinge. Das ist das Problem. Mit der Zeit kommen neue Probleme, Drohnen, die über JVAs fliegen. Es ist ein Problem, dass eine Klärung einer, ja, ich will nicht sagen, Beseitigung bedarf. Es heißt da in dem Entwurf gegen Sachen, insbesondere gegen unbemannte Luftfahrtsysteme und Flugmodelle, dürfen Waffen gebraucht werden. Zwar sei im Wege des unmittelbaren Zwangs ein solcher Gebrauch bisher möglich, Steinschleuder, weiß auch nicht. Scherz beiseite, es sollte dargestellt werden, dass der Einsatz von sonstigen, insbesondere nicht letalen Wirkmitteln gegen Drohnen möglich sei, wie z.B. in Form von verschießbaren Fangnetzen, was bereits jetzt erfolgen könnte. Liebe Kollegen, was soll man sich dann jetzt in der Praxis darunter vorstellen? Dass bei Drohnensichtungen die JVA-Beamten mit Waffen auf diese schießen? Also uns ist das unklar aus dem Entwurf heraus, dass bisher Beamte in den JVAs keine Waffen tragen, hat, glaube ich, absolut unstrittig aus der Situation dort seine Berechtigung. Aber bisher ist der Entwurf in dem Punkt unklar. Und das ist so ein klassischer Bereich, wo wir sagen, also da muss doch deutlich mehr Licht in den Schatten im Rahmen der Anhörung. Und dann sei mir gestattet, egal ob mit Waffe, Fangnetz oder sonstigen Dingen, ich versuche mir das, jeder hat, glaube ich, schon einmal seine örtlichen JVAs besucht, wie das funktionieren soll, ohne dass es zu Verletzungen kommt. Na ja, gut. Aber wir gehen trotzdem positiv neugierig in die Anhörung. Zu begrüßen ist mit Sicherheit, der Kollege hat es schon angesprochen, die Verdopplung der Besuchszeiten. Zu bedenken ist aber bei all den Punkten, und das haben Sie bei vielen der Punkte, die wir auch begrüßen, nicht erwähnt, dass das mitnichten kostenneutral oder personalneutral abzubilden ist. Ein Mehr an Besuchszeiten führt natürlich nachvollziehbarerweise zu einem Mehr an Einlasskontrollen. Und das Gleiche gilt für die Videobesuche. Ich glaube, da kann man wirklich so sagen, die Möglichkeiten daraus, und das ist auch wirklich ein Dank an die JVAs und die Akteure dort, auch ans Ministerium verbunden, die Videobesuche, die hat sozusagen die Corona-Krise verstärkt oder zutage gefördert. Das kann man ausbauen, aber auch da, der Teufel steckt dann wirklich im Detail. Durch die Videotelefonie nehmen Gefangene an Besuchsangeboten teil. Vor allen Dingen auch solches werden wahrscheinlich quantitativ mehr sein, die vorher nicht an den Besuchsangeboten teilnehmen konnten, weil dadurch natürlich auch Kontakt mit Menschen in anderen Kontinenten oder ganz weit weg. Also die Zahl wird zunehmen. Die Überwachung und Begleitung ist auch nicht trivial. Auch dort braucht es wieder Dolmetscher. Es braucht Personal. Und das muss berücksichtigt werden. Wir begrüßen natürlich, dass die Gefangenen obligatorisch an Deutschkurse teilnehmen.
Das hat der Kollege ausgeführt. Aber auch da, bei all dem, und das ist eigentlich so der Punkt, wo wir sehr intensiv auch fragen werden im Rahmen der Anhörung, mit all diesen Dingen geht personaler Mehrbedarf einher. Und es reicht halt nicht, nur die personellen Kapazitäten anzukündigen, aufzubauen. Das muss tatsächlich passieren. Es reicht auch nicht, wenn die Ministerin, wie in der vergangenen Woche erfolgt, die besetzten Ausbildungsstellen lobt. Sie muss halt auch erwähnen, von welchem Niveau man kommt. Insgesamt ist die Zahl der Ausbildungsstellen zurückgegangen. Und es ist ein schwieriger, es ist ein herausfordernder Job in den JVAs. Das haben wir aus den Ausschüssen, den Gesprächen mit den Akteuren dort erfahren. Wir sollten alles tun, A, die Stellen zur Verfügung zu stellen, den Beruf attraktiv zu machen. Werte Kolleginnen und Kollegen, es ist die Tage immer viel die Rede von einem starken Rechtsstaat als Säule der Demokratie. Der Vollzug und der Umgang mit denen, die dagegen verstoßen, ist ein elementarer Baustein dieses Rechtsstaates. Und dazu gehört ein moderner und leistungsfähiger Vollzug. Die Instrumente und Formate sind das eine. Aber das Umzusetzen von den Mitteln, der Technik und dem Personal, der Motivation der Mitarbeiter, das gehört auch dazu. Und da muss man sagen, insgesamt bei vielen Punkten, da ist eher wenig Licht, viel Schatten bisher. Wir sind im Interesse der Sache positiv neugierig, dass mehr Licht in den Schatten hineinkommt. Bisher gibt es viel zu tun in der Anhörung, und auch wir sehen dieser mit großem Interesse entgegen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Abg. Schatzauer. Für die Fraktion der LINKEN hat jetzt der Abg. Dr. Wilken das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Meine Vorrednerinnen haben als Kriterium für die Beurteilung dieses jetzt vorliegenden Gesetzentwurfs die Moderne und die Leistungsfähigkeit bemüht. Ich will deswegen vorneweg für DIE LINKE sagen, diese Novellierung ist nicht für die Zukunft, sondern ist zurück ins letzte Jahrtausend. Bleiben wir bei dem schon zitierten Beispiel mit den Bodycams im Vollzug. Das ist nicht nur nutzlos, sondern es ist hochgefährlich. Menschen, die im Justizvollzug untergebracht sind, haben dort ihren höchstpersönlichen Lebensbereich. Sie leben in einem geschlossenen System, notwendigerweise von Repression und Überwachung geprägt. Jetzt eine weitere Überwachungsmethode einzuführen, weil der repressive Apparat nicht funktioniert, kann und wird nicht zur Deeskalation beitragen. Ganz im Gegenteil. Zukunft des Vollzugs, und nimmt man Resozialisierung ernst, muss doch von Möglichkeit der Erprobung und Öffnung geprägt sein. Und das ist im Wesentlichen eine Frage von Personal. Mehr und besser und sehr gut geschultes Personal sind hier der Schlüssel. Das wäre der richtige Schritt, insbesondere auf die vielen psychisch erkrankten und verhaltensauffälligen Gefangenen zu reagieren. Es ist schon erwähnt worden, es ist bemerkenswert, dass dieses Modellprojekt Bodycams gegen die Ablehnung durch den Bund der Strafvollzugsbediensteten durchgesetzt wird. Wenn diejenigen es ablehnen, die das Projekt durchführen sollen und in deren Interesse sie angeblich das Projekt machen, wenn dort die Ablehnung herrscht, dann sollten sie das Projekt doch in die Tonne treten. Meine Damen und Herren, Sie nehmen im Gesetzentwurf Bezug auf die besondere Bedeutung der familiären Beziehungen und das Wohl von Kindern, deren Angehörige im Justizvollzug untergebracht sind. Wir sehen auch so, dass es zentral hier ist, Möglichkeiten der Kommunikation mit Familie, Freunden und Kindern zu schaffen. Eine Lösung wäre hier die Öffnung für digitale Kommunikation, Videotelefonie, E-Mails.
Gefangene schreiben immer noch mühsam mit Stift und Papier an ihre Angehörigen, und auch diese müssen in die JVA analog kommunizieren. Die Insassen kämpfen in Zeiten von Festnetz-Flatrates mit horrenden Telefonkosten. In Zeiten, in denen E-Mail- und Videotelefonie für alle seit Jahren zum Alltag gehören. Wir LINKEN schlagen seit Jahren vor, die Digitalisierung der Vollzugsanstalten voranzubringen. Die JVA ist das, was das angeht, 20 Jahre mindestens zurück. Dass Sie jetzt in Ihrem aktuellen Entwurf Videotelefoniezeiten ermöglichen, finden wir gut. Diese aber dann auf die mickrigen 2 Mindestbesuchsstunden im Monat anrechnen zu wollen, das ist doch nur peinlich. Und, meine Damen und Herren, zur Pflege familiärer Beziehungen gehört auch die Möglichkeit, z.B. an Beerdigungen naher Angehöriger teilzunehmen. Die JVA Kassel hat jüngst mit der Begründung, dass organisatorische und personelle Gründe dagegen sprechen, eine Ausführung zu der Beerdigung eines Vaters untersagt. Über die Strafvollstreckungskammer Kassel hat der Betroffene im Eilverfahren die Teilnahme an der Beerdigung erwirkt. Wenn diese essentiellsten familiären Termine nicht ermöglicht werden können, sind wir noch weit entfernt von einer guten Resozialisierung. Meine Damen und Herren, was wir als LINKE immer verfolgt haben und noch weiter verfolgen werden, ist die Einbeziehung der Strafgefangenen in die Rentenversicherung. Ihr Entwurf sieht zwar zum Thema Sozialversicherung eine bessere Beratung vor, aber die Strafgefangenen in die Rentenversicherung einzubeziehen, ist ein Gebot sozialer Rechtspolitik und sowohl ein Gebot der Verfassung als auch den Grund- und Menschenrechten der Strafgefangenen geschuldet. Einbeziehung in das Rentenversicherung ergibt sich aus meinem Verständnis aus dem Wiedereingliederungsauftrag des Strafvollzugs. Eine eigenverantwortliche Lebensführung nach der Entlassung bedarf der sozialen Absicherung. Zudem wird die Würde der arbeitenden Strafgefangenen angetastet, wenn ihre Arbeitszeiten keine sozialversicherungsrechtliche Anerkennung finden. Und das Gleichheits- und das Sozialstaatsprinzip des Grundgesetzes werden verletzt, wenn die Arbeit im Strafvollzug nicht mit üblicher Arbeit sozialversicherungsrechtlich gleichgesetzt wird. Meine Damen und Herren, zusammenfassend. Das Argument leerer Kassen darf nicht zählen, wenn es um die politische Prioritätensetzung im Sinne von Grundrechten, Sozialstaatsprinzip sowie Gleichheits- und Gerechtigkeitsprinzipien geht. Das sind unsere Kriterien, nach denen auch wir in der kommenden Anhörung und in der Vorbereitung der zweiten Lesung unsere Position in Bezug auf die hessischen Vollzugsgesetze weiter verfolgen werden. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Abg. Dr. Wilken. Für die AfD-Fraktion hat sich der Abg. Schenk zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Frau Schardt-Sauer hat ja viele Aspekte des jetzigen Artikelgesetzes schon aufgeführt. Ich beschränke mich bei diesem vorliegenden Artikelgesetz auf und beleuchte da besonders heute und hier den Aspekt des Einsatzes von Körperkameras, neudeutsch Bodycams, welche im Rahmen eines Modellprojekts hier im Justizvollzug derzeit erprobt werden. Der vorliegende Gesetzentwurf ist eine weitere Reaktion, und so sehen wir das hier, auf die sich verschärfende Sicherheitslage, gerade auch im öffentlichen Raum. Sicherheit ist die Kehrseite der Freiheit. Die Freiheit des Einzelnen ist begrenzt durch die Rechte der anderen. Wer Freiheit für vermeintliche Sicherheit aufgibt, verliert am Ende beides. Die Freiheit ist wie eine Salami. Man kann sich selbst genießen oder die Sicherheit damit füttern. Wie Stuttgart aufgezeigt hat, ist auch kaum vorstellbar, dass mit Körperkameras die Sicherheit im öffentlichen Raum erhöht werden könnte. Man sollte nicht nur die Symptome, sondern die zugrunde liegenden Ursachen beseitigen bzw. bekämpfen.
Verehrte Damen und Herren, wir müssen bei allem Klein-Klein aufpassen, dass wir nicht in einen chinesischen Überwachungsstaat enden. Hier geht es um eine immer weitergehende totale Überwachung aller Lebensbereiche der hessischen Bürger. Körperkameras sind ein neues Phänomen im öffentlichen Raum. Davon muss man halt abgrenzen, diesen nicht öffentlichen Raum, der ja auch hier in den Justizgesetzen angesprochen wird. Auch die Polizei kommt mehr und mehr im Zeitalter digitaler Sachverhaltserfassung an. Körperkameras erzeugen ein verfassungsrechtliches Spannungsfeld zwischen öffentlichen Sicherheitsinteressen und den Persönlichkeitsrechten der Gefilmten. Das macht ihren Einsatz rechtlich sensibel. Ihr Gefährdungspotenzial für das Recht auf informationelle Selbstbestimmung erwächst vor allem aus der Streubreite der Aufnahmen. Die mobile Kamera gestattet eine vollständige Umfelderfassung, von der ein Einschüchterungseffekt auf diejenigen Personen ausgehen kann, die sich in der Nähe des gefilmten Polizeibeamten befinden. Insbesondere flüchtig von der Kamera erfasste Personen, die nicht selbst in die polizeiliche Kontrollsituation involviert sind, geraten auf diese Weise in das Visier staatlicher Beobachtung. Es führt auch zur Überwachung der handelnden Polizeibeamten und ihrer Kollegen selbst. Immer häufiger filmen Bürger Polizeieinsätze mit ihren Smartphones, ein digitales Wettrüsten. Im schlimmsten Fall kann es die Gräben des Misstrauens vertiefen, statt eine Brücke der Kooperation zu bauen. Hessen nimmt bei der Einführung von Körperkameras deutschlandweit eine Vorreiterrolle ein. Bereits 2013 gab das Bundesland in besonders sicherheitskritischen Gebieten, zunächst im Frankfurter Kneipenviertel als Sachsenhausen, den Startschuss für ein Pilotprojekt. Inzwischen hat es den Testlauf in einen Dauerbetrieb überführt. Körperkameras kann die Polizei nun im öffentlichen Raum des ganzen Landesgebietes einsetzen. Zu diesem Zweck hat der Hessische Landtag im September 2015 das Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung geändert. Auf dieser Grundlage darf die hessische Polizei nunmehr Streifengänge an öffentlich zugänglichen Orten ihre Tätigkeit mithilfe von Körperkameras unterstützen. Die Norm gestattet damit offene Bildaufnahmen bei der Durchführung von Identitätskontrollen im öffentlichen Raum. Voraussetzung ist aber stets eine konkrete Gefahr für Leib und Leben eines Polizeibeamten, Vollzugsbeamten oder Dritter. Anderenfalls darf die Körperkamera nicht aktiviert werden. Erlaubte die Pilotphase nur Bildaufnahmen, dürfen die Polizeibeamten zur Erfassung des Geschehens nun auch Ton mitschneiden. Diese Erweiterung des Handlungsradius soll die präventive Wirkung der Körperkameras abrunden und den Beweiswert der Aufzeichnungen in Einzelfällen erhöhen. Um bereits vor Aufzeichnungsbeginn stattfindende, etwa verbale Auseinandersetzungen dokumentieren zu können, lässt das Gesetz mit der Wendung kurzfristig technisch erfassen die Vorabaufnahme zu. Das Filmen mit Körperkameras ist, und das sagt der Staats- und Europarechtler Prof. Dr. Mario Martini von der Uni Speyer, ist illegal. Die filmische Erfassung des Bürgers durch staatliche Stellen greife in das Recht am eigenen Bild ein, im Falle einer integrierten Tonaufnahme zudem in das Recht am gesprochenen Wort. Der Einsatz von Körperkameras bedürfe daher einer ihn legitimierenden gesetzlichen Grundlage. In Hessen gäbe es dafür keine verfassungsrechtlich einwandfreie Grundlage. Der Gebrauch dieser Kameras sei in keiner Weise mit geltendem Recht vereinbar. Das sollten wir beim Einsatz und Gebrauch dieser Überwachungsmittel bedenken. Denn das Ganze erinnert immer mehr an George Orwell 1984 und gefährdet den freiheitlichen Rechtsstaat in seinem Selbstverständnis, in dem eigentlich Bürgerrechte geschützt und bewahrt werden müssten. Ich freue mich auf die Anhörung im Ausschuss. Vielen Dank, Herr Abg. Schenk. Für die SPD-Fraktion hat sich der Abg. Becher zu Wort gemeldet. Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Damen und Herren, sehr geehrte Frau Staatsministerin, mit der Gesetzesvorlage wird ja zuerst einmal auf die Befristung des Gesetzes reagiert.
Und der Vorschlag, hier eine Entfristung anzustreben, findet unsere Unterstützung. Die Entfristung von Gesetzen kann, glaube ich, in vielen Bereichen ein Beitrag zum Bürokratieabbau sein, hat dann aber auch zur Folge, dass man aufmerksam hinschaut, wo die Notwendigkeit ist, zu evaluieren und eine Novellierung anzustoßen, dann aber auch nicht unter diesem Zeitdruck jeweils mit einem Datum, zu dem man fertig sein muss. Das ist ja für so Beratungen auch immer ein kleines bisschen belastend. Deswegen, das hat unsere Unterstützung. Und es findet sich auch ein ganzes Bündel von Neufassungen, die richtig und wichtig sind, die zum Teil einfach geboten sind oder auf eine veränderte gesellschaftliche Lage reagieren. Dass Besuche von Kindern besonders zu fördern sind, die Familienbeziehungen gestärkt werden, das wissen wir inzwischen, dass das eine große Bedeutung hat. Auch, und ich will das noch einmal unterstreichen, besonders wichtig im Jugendvollzug, da ist es ja auch vorgesehen, das fällt mit darunter. Genau wie der Hinweis auf die Verletzlichkeit und Gefährdung intersexueller Gefangener. Das braucht Spielraum für Einzelfallentscheidungen, wenn hier den Schutzrechten angemessen entsprochen werden soll. Ähnliches gilt für Gefangene mit Behinderung. Wir sehen hier an vielen Stellen Notwendigkeiten, auch noch an Stellschrauben zu drehen. Aber die Richtung hat erst einmal unsere Zustimmung. Aber dann beginnen auch schon die Fragen und kritischen Anmerkungen, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Dass eine Änderung geschmeidig bleibt, das steht ja meistens am Ende von so einer Vorlage. Da steht dann nämlich der Satz finanzielle Auswirkungen keine. Es hätte aber nicht erst der Stellungnahme des BSBD bedurft, um sich verwundert die Augen zu reiben, was sich alles ändern soll und muss, ohne dass damit irgendwie Kosten verbunden sein sollen. Da werden die Besuchszeiten ausgedehnt, was zu begrüßen ist. Deutschkurse sollen intensiviert werden. Ich finde, hier muss man pädagogisch noch einmal schauen, was heißt eigentlich die Mitwirkungspflicht, was funktioniert dann wirklich besser, wie setzt man die durch. Beratungspflicht für Sozialversicherungen soll verbindlich festgeschrieben werden, neue Technologien zu elektronischen Besuchen ermöglicht werden. Ich finde, da braucht es jetzt nicht so viel Fantasie, um für die praktischen Abläufe die Veränderung des Personalbedarfs sich vorzustellen. Und der ist ganz offensichtlich nicht im Blick, denn es heißt ja keine Kosten. Aber so gefährdet man eine erfolgreiche Umsetzung guter Ideen und erhöht für die Mitarbeitenden im Justizvollzug den Druck. Das ist schon viel zu oft geschehen. Das schadet dem Anliegen. Das kann so nicht bleiben, sagen wir. Und es überzeugt uns auch nicht, das Modellprojekt zur Erprobung von Bodycams. Da zeichnet sich ja doch dann eine klare Linie schon mal ab, wie ein Fragehorizont auf jeden Fall sein wird. Was im Polizeidienst einen guten Sinn macht, das ist auch schon so angesprochen worden, muss ja in einer JVA noch lange nicht zielführend sein. Uns überrascht schon ein bisschen, dass diejenigen, denen es dienen soll, die Bediensteten BSBD, so gar nicht überzeugt davon sind. Mich macht so etwas immer nachdenklich. Der Einsatz kann sich eigentlich nur auf die Zellen beziehen oder auf tote Winkel, wie Sie schreiben, denn die anderen Bereiche sind kameraüberwacht. Hier kommen plötzlich Aspekte des Privatsphärenschutzes. Auch so etwas gibt es in der JVA mit ins Spiel. Die Praktikabilität kann bezweifelt werden und die deeskalierende Wirkung. Ich weiß nicht, ob die Analogie zum Einsatz im öffentlichen Raum so gezogen werden kann. Wir bezweifeln das. Und es verbindet sich ja auch mit dem Vorschlag, mit der Sorge, dass eine unangemessene Kontrolle der Mitarbeiterschaft darüber passieren kann. Ich finde, das muss man sich alles angucken und erklärt, warum wir so kritisch, glaube ich, in der Opposition alle drauf blicken. Wo ist eigentlich die und woraus leitet sich die Notwendigkeit ab? Das habe ich auch noch nicht wirklich verstanden. Ohne Zweifel haben Beleidigungen, Drohungen zugenommen durch Gefangene. Es fehlen oft Beweise. Ist das der Weg und die Idee, dass man das dadurch ändern würde? Lassen Sie uns da auch vielleicht noch einmal in die Praxis und die Erfahrungen schauen. Ich bezweifle das sehr. Überrascht hat uns auch die Einlassung, auch das ist hier schon gefallen, zur Drohnenabwehr, um es gleich deutlich zu sagen. Ja, wir sehen Handlungsbedarf, aber die Antwort der Gesetzesvorlage scheint doch etwas unterkomplex auszufallen. Ich wollte diesen Begriff schon immer mal hier sagen. Der wird immer wieder unterkomplex ist so ein schönes Wort. Und jetzt passt er. Jetzt ist er gut platziert, finde ich. Ich vermute fast, dass Ihnen das auch selbst aufgefallen ist. Das wurde jedenfalls die Veränderung von der Schusswaffe in der ersten Vorlage zur Waffe in dem jetzigen Entwurf erklären. In der Erläuterung bekommt es dann eher den Charakter von einem Vorratsgesetz, die mögliche Entwicklung, dann braucht man vielleicht Waffen. Ich glaube, dass die Abwehr mit allen rechtlichen Folgen etwas komplizierter ist, sowohl technisch als auch rechtlich.
Das deutet sich auch darin an, dass in anderen Bundesländern die Frage gestellt wird, ob wir hier eine europarechtliche Regelung brauchen, und dass man auch Modellversuche gestartet hat, um technologisch darauf zu antworten. Also, das scheint uns jetzt nicht die passende Antwort zu sein, die Sie eingearbeitet haben. Die Liste der offenen Fragen ist lang. Müssten nicht Zuständigkeiten an verschiedenen Stellen noch einmal neu und besser geregelt werden, z.B. gerade im Übergangsmanagement? Das wissen wir. Wie steht die Landesregierung zu dem, ich finde, nicht uninteressanten Vorschlag des BSBD, Digitalisierung in den Griff zu nehmen, also Bildschirme, Tastatur, Telefonhörer? Wir haben relativ viele Baumaßnahmen im Moment im hessischen Justizvollzug. Das wäre eine Chance und würde tatsächlich die Praxis der Abläufe der Arbeit revolutionieren und würde auch JVA in den Stand dieses Jahrhunderts heben. Also, ich finde den Vorschlag interessant und hätte mir gewünscht, dass der vielleicht, also vielleicht wäre hier das Modellprojekt besser angesetzt und man würde das Geld da reinstecken. Das fände ich spannend. An manchen Stellen setzen wir auch Fragezeichen, ob es überhaupt einer gesetzlichen Regelung bedarf oder ob das nicht auf Verordnungsebene besser geregelt ist, weil man dann auch schneller reagieren kann noch mal. Die Vorschläge zum verbesserten Datenaustausch, so sehr sie vielleicht sicherheitspolitisch erst einmal gut im Blick sind, glaube ich, brauchen auch noch einmal eine genauere Betrachtung, was hier eigentlich mit Daten passiert und mit Aktenführung. Das wird alles sehr spannend. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie merken schon, so eine Vorlage zu einem Artikelgesetz hat so ein bisschen was von einem Gemischtwarenladen. Da lohnt es sich dann einfach sehr gründlich, sich umzugucken, sich alles anzugucken. Schauen wir also genau hin, und das umso mehr. Und damit will ich schließen. Als für den Justizvollzug ja gilt, dass man immer möglichst wenig davon mitbekommen möchte. Hier wird ja dann diese Weisheit immer zitiert, dass keine Nachricht die beste Nachricht sei, was ja eigentlich bedeutet, hinter den Mauern soll es einfach funktionieren. Dort sollen die Probleme und Schwierigkeiten, die mit Straffälligkeit einhergehen, am besten zusammen mit den betroffenen Menschen unauffällig verschwinden. So nachvollziehbar diese gesellschaftliche Abwehrreaktion auf Kriminalität ist, umso mehr fordert sie, finde ich, uns hier mit unserer ganzen Sorgfalt. Wir sind ja als Parlament stellvertretend für die Gesellschaft, müssen besonders sorgfältig hinschauen und den Strafvollzug konzipieren, organisieren, praktisch gestalten, dass er Sicherheitsinteressen, gesellschaftlichen Gerechtigkeitsansprüchen und einer gelingenden Resozialisierung dient. Und eine Gesetzesnovellierung bietet eine gute Chance, das zu tun. Mit kritischem Blick werden wir diese Verantwortung wahrnehmen. Ich glaube, die Linien, in denen wir diskutieren müssen, die sind heute sehr deutlich geworden. Das werden wir streitbar und konstruktiv tun. Ich bin dankbar für diese Gelegenheit, das an und mit diesem Gesetz zu tun, und freue mich auf den fachlichen Disput. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Becher. Für Bündnis 90 Die Grünen hat sich Herr Schauder zu Wort gemeldet. Ja, vielen Dank, sehr geehrter Herr Präsident, meine lieben KollegInnen. Das Justizministerium hat uns den Entwurf eines zweiten Gesetzes zur Änderung hessischer Vollzugsgesetze vorgelegt. Vollzugsgesetze deshalb, es sind fünf an der Zahl, das Strafvollzugsgesetz, das Jugendstrafvollzugsgesetz, das Jugendhaftvollzugsgesetz, das Sicherungsverwahrungsvollzugsgesetz und das hessische Jugendarrestvollzugsgesetz. Zur Beurteilung eben dieser Änderung ist es vielleicht ganz sinnvoll, sich mal darauf zurückzubesinnen, warum wir strafen, was der Sinn und Zweck von Justizvollzugsanstalten eigentlich ist. Zum einen, der erste Grund des Strafens ist die sogenannte positive Generalprävention, das Vertrauen der Gesellschaft in die Rechtsordnung, dass, wenn sich jemand gegen die Rechtsordnung stellt, er auch eine entsprechende Konsequenz, eine entsprechende Strafe erwarten darf. Die zweite ist die negative Generalprävention, das Abschrecken durch die Strafe, dass Menschen gar nicht erst straffällig werden. Das sind zwei Punkte, die vor allem in der Verantwortung unserer Kolleginnen und Kollegen im Bundestag liegen, nämlich in der Gesetzgebung des Strafgesetzbuches und der Strafprozessordnung. Wenn es aber darum geht, um die positive Spezialprävention, nämlich die Besserung des Täters zu erreichen, eine Resozialisierung und ein straffreies Leben, ein Leben in Einklang mit der Rechtsordnung nach der vollzogenen Haftstrafe zu erreichen, und auch die negative Spezialprävention, nämlich der Schutz der Allgemeinheit vor einem straffällig gewordenen Täter, dann sind wir genau in dem Bereich der Änderung, die wir gerade diskutieren, nämlich insbesondere soziale und psychologische Maßnahmen, um den Gefangenen zu helfen, aber auch die Sicherheit der Justizvollzugsanstalt selbst zu bewahren. Wir haben natürlich auch die Interessen Dritter, die dabei berücksichtigt werden müssen.
Angehörige, insbesondere natürlich Kinder von Strafgefangenen, für die eine Haft sehr belastend sein kann. Und wir haben natürlich auch das Interesse der JustizvollzugsbeamtInnen, die ein sicheres und positives Berufsumfeld haben wollen, für das wir verantwortlich sind, es zu schaffen. Ich möchte jetzt im Folgenden einige Schlaglichter auf den wirklich umfangreichen Gesetzentwurf werfen. Ich werde nicht zu allem Stellung nehmen können, dann würde die Rede wohl länger dauern als 7 Staffeln Orange is the New Black. Aber um zum Bereich Sicherheit ein paar Punkte zu nennen, wir wollen die vollzugsöffnenden Maßnahmen gerade dort einschränken, wo Menschen Kontakt haben zu extremistischen Bestrebungen, zu Organisationen, zu organisierten Kriminalität. Und im Zuge dessen müssen wir auch den Informationsaustausch zwischen den Justizvollzugsanstalten in Deutschland länderübergreifend besser hinbekommen. Wir brauchen die Befugnisse, Gefangene dahin überprüfen zu können, ob sie wirklich gefährlich sind, und zwar sowohl für das Leben im Vollzug als auch danach. Das soll im Austausch mit den anderen Sicherheitsbehörden geschehen. Es sollen Fallkonferenzen über einzelne Gefangene durchgeführt werden können. Dazu gehört auch der Austausch der gewonnenen sicherheitsrelevanten Erkenntnisse eben zwischen allen Justizvollzugsbehörden in Deutschland. Das ist zwar ein schwerwiegender Grundrechtseingriff, keine Frage, aber die Voraussetzungen dafür sind im Gesetzesentwurf auch entsprechend hoch und sehr differenziert formuliert. Darüber hinaus ist auch schon ein Problem angesprochen worden mit neuer Technik. Wir haben ja gemeinsam mit dem Unterausschuss für Justizvollzug auch die Justizvollzugsanstalt Frankfurt I besucht. Wir Abgeordnete haben individuell auch andere Örtlichkeiten uns angeschaut. Und immer wieder wird gesagt, es gibt neuerdings Leute, die eben mit Drohnen über Gefängnismauern fliegen, für Irritationen sorgen, aber auch versuchen, verbotene Gegenstände oder auch Betäubungsmittel einzubringen. Dafür muss eine Lösung gefunden werden. Ich finde den Entwurf eigentlich sehr gelungen in der Hinsicht, aber wir werden uns natürlich auch in der Anhörung anhören, was dazu noch zu sagen ist. Klar ist, wir müssen Mittel finden, um Drohnen von Gefängnissen abzuhalten. Und wenn es ein Fangnetz ist, ist das doch eine interessante Möglichkeit. Im Bereich Soziales und Resozialisierung ist auch bereits schon genannt worden. Wir wollen die Mindestbesuchszeiten ausweiten. Wir wollen die Möglichkeit schaffen, dass eben auch Videotelekommunikation herangezogen werden kann und selbstverständlich mit besonderem Hinblick auch darauf, dass die Kinder ein ganz besonders großes Recht darauf haben, Gefangene, Verwandte zu besuchen. Wir möchten auch im Änderungsvorschlag ist auch aufgegriffen, dass bei der Gestaltung des Vollzugs der Entwicklungsstand von Jugendlichen, Heranwachsenden und jungen Erwachsenen sowie deren Geschlecht, Lebensverhältnisse und unterschiedliche Bedürfnisse, insbesondere die von Gefangenen mit Behinderung, besonders zu berücksichtigen sind. Wir wollen, dass im Zusammenhang mit sozialer und psychologischer Hilfe die Pflege familiärer Beziehungen ein ganz besonderes Gewicht bekommt. Auch das wurde bereits genannt. Nicht zuletzt auch weitere Beratungsleistungen im Hinblick auf Sozialversicherungen. Da haben wir eben auch den Hinweis aus der Praxis bekommen, dass es da in der Vergangenheit manchmal Irritationen gab. Ich denke, auch da zeigt sich, der neue Entwurf orientiert sich stark an den Erfahrungen aus der Praxis und nimmt diese positiv auf. Zu guter Letzt möchte ich auch meinen Kolleginnen und Kollegen der Opposition danken für die kritischen, konstruktiven Anmerkungen. Ich bin sicher, wir haben ja insbesondere im Unterausschuss für Justizvollzug immer eine sehr freundliche, konstruktive Atmosphäre, dass wir gerade dort auch den Entwurf gut beraten werden. Aber eine Anmerkung zum Kollegen Schenk muss ich mir dann doch erlauben. Ich fand es überraschend, bei 7,5 Minuten Redezeit und einem sehr ausführlichen Gesetzesentwurf nicht einen einzigen geraden Satz zu eben diesem Gesetzesentwurf zu formulieren, sondern ein Schülerreferat über Bodycams zu halten. Und gerade im Hinblick darauf, wie viele Strafverfahren insbesondere gegen AfD-Abgeordnete geführt werden, hätten Sie vielleicht auch ein persönliches Interesse, hätten Sie vielleicht auch ein... Ja, dafür gibt es ja Statistiken, dass gerade die AfD-Abgeordneten in dieser ganz vorne mit dabei sind. Vielleicht hätten Sie ein persönliches Interesse, sich mit dem Gesetz auseinanderzusetzen. Vielleicht haben Sie es auch nicht verstanden. Ich weiß es nicht. Ich will das mal beiseite lassen. Aber, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, ich möchte enden mit einem ausdrücklichen Dank. Ich möchte enden mit einem ausdrücklichen Dank.
Ich möchte enden mit einem ausdrücklichen Dank, insbesondere an die BeamtInnen des Justizvollzugs. Wir wissen nämlich, dass die Corona-Krise insbesondere in einem geschlossenen System wie den Vollzugsanstalten eine ganz besondere Herausforderung war und noch immer ist. Arbeits-, Freizeit- und Sportmöglichkeiten waren sehr stark eingeschränkt und die Stimmung bei den Gefangenen entsprechend schlecht. Dass trotzdem alles glatt gelaufen ist, verdanken wir natürlich dem Management durch das Justizministerium und den Anstaltsleitungen, aber insbesondere eben den einfühlsamen und professionellen Verhalten der Justizvollzugsbeamtinnen. Vielen Dank. Danke, Herr Schauder. Wir sind am Ende der ersten Lesung angelangt und überweisen den Gesetzentwurf zur Vorbereitung der zweiten Lesung in den Rechtsausschuss mitberatend in den UJV.